Endlich bekommt der kleine Pilzkopf Toad sein eigenes Spiel. In Captain Toad Treasure Tracker spielt er den kleinen Abenteurer Captain Toad. Eigentlich wollte der Captain nur auf die Suche nach Schätzen und Powersternen, aber typischerweise muss im Nintendo-Stil eine banale kleine Handlung aufgebaut werden. Und da man es sowieso von älteren Mario-Spielen gewöhnt ist, wird deine Partnerin Toadette von einem riesigen Vogel mitgenommen, der den rechtmäßig gefundenen Powerstern von Toad und Toadette gestohlen hat. So beginnt das Spiel Captain Toad Treasure Tracker. Das war übrigens die ganze Handlung des Spiels zusammengefasst. Außer, dass sich Toad und Toadette beim Suchen des anderen abwechseln. Somit könnt ihr in verschiedenen Episoden mit beiden Charakteren spielen. Aber verschwenden wir nicht so viel Zeit mit der Story. Ich will euch ja nicht auch das Ende spoilern. In erster Hinsicht geht es ja sowieso um das Gameplay. Denn das Spielprinzip und das Gameplay wurde schon in Super Mario 3D World in einzelnen Captain Toad Leveln ausprobiert und getestet. Nun wurde aus der neuen Spielidee ein eigenständiges Spiel, welches bis zu 70 Level bieten soll. Captain Toad Treasure Tracker kann man als Puzzle oder als Rätselspiel betrachten. Jedes Level ist wie ein Irrgarten aufgebaut, in dem das Ziel ist, den Powerstern am Ende des Levels zu erlangen. Innerhalb der einzelnen Stages befinden sich drei Diamanten, die oftmals versteckt sind, welche von verschiedenen Hindernissen oder ähnlichen umgeben sind. Toad und Toadette können nicht springen. Durch die fehlende Sprungfähigkeit, die man von anderen Mario-Spielen gewöhnt ist, wurden deine verfügbaren Fähigkeiten eingeschränkt. Somit können die beiden Pilzköpfe nur verschiedene Dinge aus dem Boden ziehen, wie Münzen oder Pilze, die aus den Mario-Spielen bereits bekannt sind. Außerdem ist in diesem Spiel auch eine Spitzhacke dabei, die man ab und an aus dem Boden ziehen kann. Diese Spitzhacke bietet eine der wenigen Möglichkeiten an, Gegner in diesem Spiel zu besiegen. Denn durch die fehlende Fähigkeit zu springen, sind selbst die einfachsten Gegner wie ein Goomba oder Shy Guy zu einem größeren Hindernis geworden. Bewegt Toad durch das Level und versucht den Weg zum Powerstern zu finden. Doch der wichtigste Aspekt des Spiels ist wohl die Perspektive. Denn die Perspektive könnt ihr immer und jederzeit ändern. Es ist sogar notwendig, dass ihr euren Winkel zum Protagonisten Toad oder Toadette ändert, um einen Überblick zu behalten. Denn da jede Ecke in einem Level von allen Winkeln aus überschaut werden kann, findet ihr ständig neue Wege und Dinge zum Einsammeln, wie die schon vorher erwähnten Diamanten. Deshalb steuert man aktiv im Spiel sozusagen zwei verschiedene Elemente. Einmal Toad und Toadette selber und die Kamera, durch die ihr blickt. Das hört sich zwar nicht besonders an, da man in sehr vielen Konsolenspielen die Kamera und den Charakter gleichzeitig steuert, aber wie ihr schon die ganze Zeit gesehen habt, ist die Kamera meist sogar aktiver als der Spieler selber. Und dies zeigt, dass der Kamerawinkel in diesem Spiel im Prinzip ein Teil des Rätsels ist, um entweder den Überblick zu bewahren oder um erst ein Puzzle zu lösen. Für einige kann das manchmal etwas anstrengend und verwirrend sein, aber ich hatte es geschafft, immer den Überblick zu behalten und mich auf das Rätsel zu konzentrieren. Doch die Steuerung kann manchmal etwas schwierig sein. Mit dem linken Stick steuert man logischerweise den Pilzkopf Toad und mit dem rechten Stick steuert man die Kameraperspektive. Da man aber die Kamera auch mit dem Gyrosensor steuern kann und diese Steuerungsmöglichkeit nicht ausgeschaltet werden kann, kann das Bild sehr wackelig werden. In solch einem Spiel möchte man nur mit dem rechten Stick den Winkel ändern, da man öfters ganze 90 oder 180 Grad Änderungen vornehmen muss. Und solche Anpassungen kann man keinesfalls durch Bewegungen vollziehen, sonst müsste man ja mit vollem Körpereinsatz stehen. Deshalb empfehle ich auch gleich beim Spielen, das Gamepad mit einer Fläche zu unterstützen. Ich habe meine Füße bequem hochgelegt und das Gamepad auf meinen Beinen gestützt, um nicht so viel mit dem Gamepad zu wackeln. Dennoch hätte man den Spielern die Option geben sollen, die Bewegungssteuerung ausschalten zu können. Die Rätsel und Puzzle in den einzelnen Leveln sind jedes Mal sehr unterschiedlich gestaltet. Besonders anfangs kommen sie einem sehr simpel und zu einfach vor. Doch mit der Zeit nimmt der Schwierigkeitsgrad glücklicherweise zu. Dennoch liegt die wahre Herausforderung darin, das Spiel zu 100% durchzuspielen. So wie bei Mario Games auch, ist es auch einfach viel interessanter, alle drei Diamanten in jedem Level zu finden. Außerdem sieht man nach erfolgreichem Abschluss der Stage, ob man die zusätzliche Herausforderung gemeistert hat. Diese kann zum Beispiel beinhalten, dass man eine bestimmte Anzahl von Münzen sammeln muss, ein bestimmtes Item eingesammelt werden muss und viele weitere Herausforderungen. Im Prinzip sind dies Achievements, die spezifisch auf jedes einzelne Level zugeschnitten sind. Das Einsammeln von allen drei Diamanten je Level und das Erfüllen der Herausforderung machen das Spiel erst richtig spaßig. Denn normalerweise würde man viele Level sehr schnell beenden, wenn es nur darum geht, den Powerstern am Ende des Levels zu erreichen. Genauso wie bei Super Mario 3D World benutzt das Spiel alle verschiedenen Funktionen des Gamepads. Aber manchmal sind einige Funktionen unnötig und fehl am Platze, wie zum Beispiel das Pusten in das Mikrofon, um einige Plattformen zu bewegen. Solch eine Funktion ist eher nervig als wirklich nützlich. Dennoch lässt sich das Spiel nur mit dem Video Gamepad spielen, aufgrund des Touchscreens, welches in sehr vielen Leveln verwendet wird.
Diese Funktion ist sehr interessant und immer wieder lustig in das Spiel eingebaut. So wurde der Touchscreen wie die Kameraperspektive in vielen Leveln zum Kernelement für einige Puzzle und Rätsel. Captain Toad Treasure Tracker ist kein langes und großes Spiel. Mit ca. 70 einzigartigen Leveln und ausschließlich nur mit einem Singleplayer ist kein großer Umfang für 40 Euro geboten. Dennoch hat das einzigartige neue Puzzle- und Rätselspiel mir Spaß gemacht. Besonders da ich wie bei vielen anderen Mario-Spielen das Spiel immer zu 100% durchspiele. Und hier ist es genauso der Fall. Erst durch die erwähnten Herausforderungen und das Sammeln aller drei Diamanten wird das Spiel erst schwieriger und bekommt somit seinen Charme und Spielspaß. Ich empfehle das Spiel dennoch nur Spielern, welche die Toad-Stages in Super Mario 3D World gemocht haben und vom Spielekonzept überzeugt sind. Denn für einen Erstkauf ist das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht gut. Alle anderen sollten auf ein gutes Angebot in eurem lokalen Markt oder im Nintendo eShop warten. Denn obwohl mir Captain Toad Treasure Tracker viel Spaß gemacht hat, ist der Umfang einfach viel zu dünne für den Preis.